بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und wir wollen heute inshallah ta'ala weitermachen mit der Sura Nummer 70 des Koran, und zwar mit Surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Und bevor wir inshallah ta'ala jetzt weitermachen, machen wir noch einmal eine kurze Wiederholung. Und zwar in Antwort und Frage inshallah ta'ala Form. Also ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet inshallah ta'ala dann darauf. Die Sura, sie beginnt ja in einer sehr, sehr nicht eigenartigen Art, sondern in einer Art, die es so nicht noch einmal gibt im Koran. Und zwar mit dem Verb sa'al. Und meine Frage an euch ist zunächst erst einmal, wer ist eigentlich derjenige, der in der ersten Ayah beschrieben wird? Weil Allah Ta'ala, er sagt ja, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Es fragt ein Fragesteller nach einer Strafe, die hereinbrechen wird. Wer ist der Fragesteller? Wer fragt eigentlich? Wir hatten letztes Mal das auch gesagt gehabt. Bismillah. Also wir haben letzte Woche mit der Erlaubnis und Macht genau darüber gesprochen. Und es ist nur, dass es zwei Alternativen gibt. Sehr, sehr gut, mashallah. Ja. Kannst gleich hier nach vorne kommen. Mashallah. Ja, bitte. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam selbst. Und die zweite? Die zweite war, dass es ein offenkundiger Feind von Masjid, ich glaube, Al-Nadr ibn al-Harith. Al-Nadr ibn al-Harith. Und das ist das, wo es auch einige Überlieferungen oder Offenbarungsanlässe zu gibt. Ja, und das, was also die meisten Mufassirun, die meisten Koran-Exegeten gesagt haben. Und zwar, worum bittet er? In einer spöttischen Weise, er bittet darum, dass wenn er doch wahrhaftig ist, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass dann doch die Strafe auf sie hereinbrechen soll. Also eine Herausforderung, die wir immer wieder im Koran finden. Wie ist aber diese Ayah zu verstehen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemeint ist? Wenn der Sa'il der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist, wie ist dann diese Ayah zu verstehen? Hatten wir auch erläutert gehabt. Weil hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gegen sein Volk Dua gemacht, dass sie oder dass es bestraft werden soll? Eine vernichtende Strafe, was ist damit gemeint? Wenn es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein sollte, der hier fragt. Schwestern dürfen auch natürlich mit antworten. Und zwar sollte es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein, dann ist damit gemeint, nicht eine vernichtende Strafe, weil wir hatten auch letztes Mal darüber gesprochen gehabt, dass Allah Ta'ala dem Menschen versprochen hat, dass solange der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter ihnen weilt, sie nicht vernichtet werden und nicht bestraft werden. Und gemeint damit ist vielmehr eine Strafe, welche ihnen die Augen öffnen soll, im Sinne von dem, was Yusuf alaihi salam ja auch geschehen ist mit in Ägypten mit diesen 7 Jahren, in denen sie eine Dürrezeit erlebt hatten. Und eine Strafe, welche ihnen die Möglichkeit geben soll, zurückzukehren. Eine Strafe, welche ihnen die Augen öffnen soll. Tamam. Dann die zweite Frage, die ich an euch hätte, wäre, wie heißt eigentlich diese Sura? Oder unter welchem Namen ist diese Sura eigentlich bekannt? Surat Al-Ma'arij ist ja jetzt der gängige Name. Gibt es noch weitere Namen für diese Sura? Ja, die Schwestern dürfen auch natürlich. Ja, dann der Bruder. Wie ist aber der Name, Achim? Muhammad. Habib Muhammad. Tfadda. Al-Waqi'. Nicht Al-Waqi'. Al-Waqi'. Ja, weil Abi Adab bin Waqi'. Ja, und?
Sa'ala Sa'il. Sehr schön. Ja, das ist dann einfach sozusagen der Anfang des Sura. Ja, wird dann als Surenname verwendet. Tamam. Dann stellt sich die Frage, Surat Al-Waqi'ah, eine mekkanische oder eine medinensische Sura? Na, das ist jetzt einfach, ja. Mekkanisch, korrekt. Woran erkenne ich, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt? Kann mir jemand, sage ich mal, Gründe nennen dafür, dass es sich um eine mekkanische Sura handelt? Was sind die typischen Merkmale dafür? Was sind die typischen Merkmale? Ja. Es wird über den jüngsten Tag gesprochen, das ist das eine. Dann der Offenbarungsanlass. An-Nadr ibn al-Haris, wann ist er denn gestorben? Wann ist er denn gestorben? Er ist am Anfang in der Zeit von Medina gestorben. Und zwar in der Schlacht von, oder nach der Schlacht von Badr, ja, ist er gestorben. Tamam. Das heißt, ja, und die Verse, wie sie aufgebaut sind, die Kürze der Verse, die Themen, ja, all das deutet darauf hin, dass es sich hierbei um eine rein mekkanische Sura handelt. Es ist die Sura Nummer 78, hatten wir gesagt gehabt, in der Chronologie der Herabsendung. Und wir haben auch bereits über die ersten Verse gesprochen gehabt und haben auch darüber gesprochen gehabt, warum diese Sura eigentlich, ja, Al-Ma'arij heißt, weil nämlich in ihr Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet wird als der Besitzer der Ma'arij. Und was sind denn Ma'arij? Was sind Ma'arij? Hatten wir auch erklärt gehabt. Was sind Ma'arij? Mal so eine kurze Wiederholung, damit wir das auch insha'Allah ta'ala jetzt wissen, wenn wir jetzt weitermachen werden. Was sind Ma'arij? Na, keiner? Oder schämt ihr euch? Wenn ihr euch nicht meldet, gehe ich davon aus, ihr wisst das nicht. Deswegen meldet euch lieber, sonst bin ich traurig. Keiner was sagt. Ja, bitte. Was? Himmelsleiter, kann man sagen, Aufstiegswege, wie auch immer. Also etwas, wo ich aufsteigen kann. Und wir haben auch erklärt gehabt, ja, warum? Weil Allah Ta'ala nämlich in der darauffolgenden Ayah aufzeigt, dass die Engel aufsteigen. Und der Ruh aufsteigt. Und was hatten wir über den Ruh gesagt? Wer ist Ruh? Wer ist der Geist? Was ist mit dem Geist gemeint? Mit dem Ruh? Entweder Jibril alayhi salam oder die Seelen der Menschen selbst, wolltest du sagen. Die Seelen der Menschen selbst. Und ich habe heute nochmal einen schönen, wirklich einen schönen Vortrag gehört, auch einen Teil, Ausschnitt aus dem Vortrag von einem ägyptischen Gelehrten, der macht sehr schön Tafsir, heißt Dr. Ahmed Abdel Mun'im. Und er hat doch mal wirklich aufgezeigt, subhanallah, diese Ma'arij, ja, Allah Ta'ala, er ist der Besitzer, der Inhaber der Ma'arij. Also nicht nur für den jüngsten Tag, sondern im Grunde genommen auch schon für diese Dunya. Weil du kannst schon in dieser Dunya einen Weg zu Allah finden. Du kannst schon in dieser Dunya zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren, aufsteigen. Die Gelehrten sagen, As-salatu mi'rajul mu'min. Das Gebet ist was? Ist der Mi'raj, die Himmelsleiter des Mu'mins. Du hast die Möglichkeit, auf sehr unterschiedliche Weise dich deinem Schöpfer zuzuwenden und zu ihm zu gelangen. Es gibt nicht nur den einen Weg. Deswegen Ma'arij in der Mehrzahl. Manche denken, es gibt nur diesen einen Weg. Nein, es gibt unendlich viele Wege. Natürlich ist es As-Sirat al-Mustaqim, der gerade Weg, im Rahmen dieses As-Sirat al-Mustaqim, ich jetzt falsch verstanden werde. Aber im Rahmen dieses As-Sirat al-Mustaqim, dieses geraden Weges, gibt es nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und das haben wir schon bei den Sahabe gesehen, radhiyallahu anhum. Wir haben denjenigen gesehen, der sich auf die Ibade konzentriert hat. Im Rahmen des As-Sirat al-Mustaqim. Wir haben denjenigen gesehen unter den Sahabe, der sich auf den Dschihad spezialisiert hat. Wir haben denjenigen gesehen, der sich auf den Wissenserwerb und die Wissensvermittlung spezialisiert hat. Wir haben denjenigen, der sich auf den Koran spezialisiert hat. Alles im Rahmen des As-Sirat al-Mustaqim.
Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, zu Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Und ich muss meinen Weg finden. Im Rahmen dieses As-Sirat al-Mustaqim. Aber am Ende sollte ich einen Weg finden, der mich zu Allah näher bringt. Ich sollte etwas tun dafür. Und darf nicht einfach warten, dass es von alleine kommt. Nein, ich muss derjenige sein, der bereit ist, diesen Weg einzuschreiten. Und dann werde ich auch dort angelangt, inshallah ta'ala. Min Allahi dhil ma'arij. Und dann haben wir über den Tag gesprochen, der 50.000 Jahre lang ist. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, ja, warum es kein Widerspruch ist zwischen dieser Ayah, in der Allah ta'ala spricht, dass ein Tag 50.000 Jahre ist, und in Surat As-Sajda, wo Allah ta'ala spricht darüber, dass ein Tag 1.000 Jahre ist. Wer kann diesen Widerspruch auch aufheben? Das ist kein Widerspruch, aber diesen offensichtlichen oder augenscheinlichen Widerspruch. Wer kann ihn aufheben? Was hatten wir gesagt gehabt? Wie kann man diese beiden Ayat zusammenbringen? Auf der einen Seite heißt es, ein Tag ist 1.000 Jahre lang. Und hier heißt es, ein Tag ist 50.000 Jahre lang. Ja. Was hatten wir gesagt gehabt oder wie würdet ihr das interpretieren? Ich war leider nicht da, aber ich vermute, dass es von der Wahrnehmung für die einen Menschen 1.000 Jahre ist. Mhm. Interessant, ja. Aber Allah Ta'ala legt ja hier etwas fest. Und zwar geht es darum, dass der jüngste Tag nicht nur aus einer Phase besteht, sondern der jüngste Tag besteht aus vielen Phasen. Und entweder, ja, handelt es sich hierbei um verschiedene Phasen. Eine Phase ist 1.000 Jahre lang. Eine Phase ist 50.000 Jahre lang. Oder diese 50.000 Jahre sind nochmal unterteilt in mehrere Phasen, die jeweils 1.000 Jahre lang sind. Aber am Ende wissen wir aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Tage bei Allah unglaublich lang sind und dass man unter Tag auch nicht einfach einen Tag verstehen darf, der sich auf 24 Stunden beschränkt, sondern dass ein Tag bei Allah eine Phase ist. Und deswegen, wenn wir beispielsweise im Koran lesen, dass Allah Ta'ala diese Dunya in 6 Tagen erschaffen hat, da dürfen wir nicht den Fehler machen zu glauben, es sind 6 Tage, wie wir sie kennen, sondern es sind lediglich 6 Phasen. Wie lang diese Phasen sind, das weiß nur Allah Ta'ala. Maurice Bakay hat es sehr, sehr schön aufgezeigt in seinem Buch Koran, Bibel und Wissenschaft. Ja, da haben wir darauf eingesprochen, der Unterschied zwischen der Bibel und dem Koran in Bezug auf das Wort Tag. Tag im Koran, Yaum, ist wirklich nur was? Ein Abschnitt, eine Phase, die sehr lang sein kann und sehr kurz sein kann. Während Tag in der Bibel wirklich ein Tag von dieser Dunya ist. Und er hat aufgezeigt, subhanallah, wie genau der Koran diesbezüglich ist und wie ungenau die Bibel, die er im Grunde heutzutage nur in der Übersetzung vorhanden ist, diesbezüglich ist. Und jetzt hatten wir auch darüber gesprochen gehabt, dass Allah Ta'ala nun von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt, dass er Sabr Jamil haben soll, schöne Geduld haben soll, in bester Weise, weil sie nämlich sehr kurzsichtig sind. Sie sehen, das ist eine sehr weite Sache, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, es ist eine sehr, sehr nahe Sache. Innahum yarawnahu ba'ida, diese Strafe sehen sie als sehr weit entfernt an. Wa narahu qariba, wir aber sehen diese Strafe nahe. Und jetzt geht's weiter. Jetzt beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala das, was geschehen wird, wenn diese Strafe auf die Menschen hereinbrechen wird, nämlich am jüngsten Tag, wo sie spätestens zur Rechenschaft gezogen werden. Was natürlich für diejenigen, die nicht geglaubt haben, die nicht gut gehandelt haben, eine Katastrophe sein wird. Genauso wie der Tod für sie eine Katastrophe ist. Warum? Weil nun alles, was sie haben, vorüber ist. Diese kurze Zeit. Aber jetzt beginnt das eigentliche Leben. Und Allah ta'ala, er beschreibt jetzt das, was an diesem Tag geschehen wird, mit den Worten يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْرِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Am Tag, da der Ort wie siedendes Öl und die Berge wie gefärbte Wolle sein werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt relativ kurz in dieser Sura, was an jenem Tag geschehen wird. Der Himmel, so wie wir ihn kennen, als etwas, was fest ist, als etwas, was schützt, schützt nicht mehr. Er wird
zu etwas, was im Gegenteil eine Gefahr für den Menschen darstellt. Siedendes Öl, kochendes Öl. Worauf deutet kochendes Öl hin? Auf etwas, was hochentzündlich ist. Auf etwas, was kurz davor ist zu explodieren. Auf etwas, was unglaublich heiß ist, was verbrennt, was alles zerfrisst, was in seiner Nähe ist. Und genau das wird an jenem Tag geschehen. Und Allah Ta'ala, er beschreibt es in vielen anderen Suren, Surat At-Takwir, ja, wo Allah Ta'ala über das schreibt oder über das spricht, was am jüngsten Tag geschehen wird. Surat Al-Infitar und viele, viele andere Suren, wo Allah subhanahu wa ta'ala über die gewaltigen Dinge spricht, welche am jüngsten Tag geschehen werden und welche den Menschen Angst einflößen. Und dann sagt Allah ta'ala, nachdem er über den Himmel gesprochen hat, dass er keinen Schutz mehr bieten wird und dass er zerstört wird und dass er im Gegenteil zu einer Gefahr für die Menschen wird, spricht Allah Ta'ala jetzt über das, was auf der Erde geschehen wird. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهِنُ. Und die Berge werden wie Ihn sein. Was ist Ihn? Ihn ist Wolle, die gefärbt ist. Warum denn gefärbte Wolle? Warum nicht weiße Wolle? Warum gefärbte Wolle? Was ist der Grund? Der Grund ist ganz einfach. Weil die Erde bunt ist. Das heißt, es wird alles ineinander übergehen. Und es ist ein Hinweis darauf, dass nicht nur die Erde zerstört wird, sondern sogar die Berge, welche der Erde Stabilität gewährt haben. Die Erde sind dazu da, der Erde Stabilität zu bringen. Die Berge. Sie sind wie ein Flock in der Erde. Und Allah Ta'ala, er beschreibt an anderer Stelle im Koran, und zwar in Surat Ar-Rum, soweit ich mich entsinnen kann, beschreibt er die Berge, und er sagt, dass sie verschiedene Farben haben, unterschiedliche Farben. Ja? Manche sind schwarz, ja? Manche sind rot. Und dementsprechend, wenn Allah Ta'ala jetzt sagt, die Berge, sie werden zu bunter Wolle, dann ist damit gemeint, dass sie zerpflückt werden, regelrecht wie Wolle zerpflückt wird und miteinander vermischt wird. Es wird alles eins. Alles wird zerstört an diesem Tag. Und jetzt, ja, nachdem er diese kurze Beschreibung gegeben hat, um den Menschen zum Nachdenken zu bringen, geht jetzt Allah Ta'ala darauf ein, was die Menschen an jedem Tag machen werden. Und das ist das, was eigentlich wirklich Angst macht. Das ist das, was eigentlich wirklich Angst macht. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala jetzt in der 10. Aya, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Und kein warmherziger Freund seinen Freund irgendetwas fragt. Mit anderen Worten, an jenem Tag wird alles zerstört. Selbst Beziehungen unter den Menschen werden zerstört. Die Berge werden zerstört, zerpflückt, auseinandergerissen. Der Himmel wird auseinandergerissen, der in einer ganz konkreten Bahn gewesen ist. Konstruiert wurde von Allah Ta'ala, um die Menschen zu schützen, und auch die Beziehungen der Menschen untereinander werden zerstört werden. Nichts ist mehr so, wie es einmal gewesen war. Dein Freund, für den du alles in dieser Dunya getan hättest, der wird nicht mehr nach dir fragen. Und du wirst nicht mehr nach ihm fragen. Es geht nur noch um was? Nafsi, Nafsi. Nafsi, Nafsi. Die Propheten, welche sich eingesetzt haben für uns, welche alles geopfert haben, um ihr Volk zu retten, werden an jenem Tag sagen, Nafsi, Nafsi, die Propheten. Muss man sich ja vorstellen. Die Propheten, die selbstlos gewesen sind, altruistisch gewesen sind, die sich aufgeopfert haben für die Menschen, an jenem Tag werden sie zu den Menschen sagen, wenn sie zu ihnen kommen werden, Nafsi, Nafsi. Allahu Akbar. Nichts bleibt so bestehen, wie es gewesen war. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, so unglaublich wichtig, was wir aus dieser Ehe lernen. Und zwar, dein Freund, deine Freundin kann dich am jüngsten Tag nicht retten. Du kannst dich auf sie nicht verlassen. Und deswegen such dir ganz genau deine Freunde aus in dieser Dunya.
Such dir nur Freunde aus, welche dich Allah Ta'ala näher bringen. Und nicht Freunde, welche dich von Allah Subhanahu wa Ta'ala wegführen. Weil die einzigen Freunde, die am jüngsten Tag bestehen bleiben werden, sind die gottesfürchtigen Freunde. Was sagt Allah Ta'ala an anderer Stelle im Koran? Er sagt, Al-Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Die engen Freunde, die warmherzigen Freunde, sie werden am jüngsten Tag einander Feind sein, außer den Gottesfürchtigen. Das sind die einzigen. Such dir deinen Freund ganz genau aus. Such dir deine Freundin, Schwester, ganz genau aus. Lass an deiner Seite nur jemanden sein, der dich auch mal näher führt. لا تصاحب إلا مؤمنا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Dein Gefährte sollte nur jemand sein, dein Freund sollte nur jemand sein, der ein Mu'min ist, dein richtiger Freund. Und dein Essen sollte nur jemand essen, der Taqwa hat. Weil am Ende kommt es darauf an, dass ich versuche, mich als Mensch zu entwickeln. Ja, selbst subhanallah in Dunya-Angelegenheiten. Sagen dir irgendwelche Coaches und Trainer auf YouTube, wenn du Erfolg haben möchtest, dann musst du dich nur mit Menschen umgeben, die auch nach Erfolg streben. Menschen, die immer sagen, ach, das kann man so und so nicht schaffen und die immer nur nörgeln und nichts versuchen, das sind Menschen, die dich runterziehen. In der Dunya sogar, subhanallah, sogar in der Dunya. Wie ist das jetzt in Akhira? Wenn es sogar in der Dunya darum geht, dass ich nur Menschen um mich herum haben sollte, die erfolgreich sind. Wie ist es dann erst, wenn es um den wahren Erfolg geht, nämlich bei Allah subhanahu wa ta'ala? Und deswegen die größte Gefahr für dich als Mensch ist ein schlechter Freund. Die größte Gefahr überhaupt, schlimmer als der Shaitan. Schlimmer als all die Fittern, die um dich herum sind, ist ein schlechter Freund. Weil er kann dich wirklich ziehen. As-sahib sahib. As-sahib sahib. Sag mal auf Arabisch. Ja? Der Sahib, der Freund, der zieht dich. Du kannst dich nicht ihm entziehen. Solange er dein Freund ist, kannst du dich ihm nicht entziehen. Er ist tausendmal stärker als jeder Shaitan, der schlimmste Shaitan überhaupt. Wenn Iblis selbst kommen würde, er hätte nicht so viel Einfluss auf dich wie dein Freund. Warum? Weil dein Freund kann dich an der Hand nehmen. Iblis kann dich nur einflüstern, nicht mehr und nicht weniger. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Und jetzt hört mal zu, wie es weitergeht. Das ist unglaublich, diese Subhanallah. Jetzt kommt. يُبَصَّرُونَهُمْ. Was heißt das? Obwohl sie ihrem Anblick ausgesetzt sein werden. Was ist damit gemeint, mit diesen يُبَصَّرُونَهُمْ? Allah sagt nicht يُبَصِّرُونَهُمْ, sondern er sagt يُبَصَّرُونَهُمْ. Das ist mehr, als wir in dieser Übersetzung haben. Und zwar Allah Ta'ala, er sagt, er wird die Menschen regelrecht sich begegnen lassen. Und zwar, dass selbst, ich meine, man muss sich das vorstellen, an jenem Tag werden alle Menschen auferstehen. Alle Menschen. Wie viele Menschen sind das? Ich meine, heutzutage haben wir über 7 Milliarden Menschen. Wenn du auf der Hajj bist, auf der Hajj, wo du gerade mal 3-4 Millionen Menschen hast, und du hast deine Gruppe verloren und du kennst dich nicht aus, dann suchst du erstmal ein paar Tage, bis du deine Gruppe wiederfindest. Ja, dann suchst du erstmal ein paar Tage, bis du deine Gruppe wiederfindest. Und ihr seid an einem Ort, und eine überschaubare Zahl, in Anführungsstrichen überschaubar. Ja? Und jetzt stell dir mal vor, die gesamte Menschheit wird auferstehen. Von Adam a.s. bis zum letzten Menschen, Allah vor allem, wie lange die Dünne noch existieren wird, wisst ihr es nicht. Ja? Bis zum letzten Menschen, der leben wird. Wie viele Milliarden Menschen werden das sein? Hunderte Milliarden Menschen, wenn nicht sogar, weiß ich nicht, Billionen. Ich weiß es nicht. Wie willst du da bitte schön jemandem begegnen? Das ist fast unmöglich. Aber Allah sagt, يُبَصَّرُونَهُمْ. Das heißt, Allah wird dich dieser Situation aussetzen, dass du gerade diejenigen treffen wirst, die du kennst. Subhanallah. Du wirst sie treffen und du wirst sie sehen. Und ihr werdet vielleicht einander anschauen. Aber jeder wird beschäftigt sein mit sich selbst. Im Gegenteil, nicht nur das. Sondern, wie es Allah Ta'ala in dieser Ayah dann sagt, du siehst deinen Freund, du siehst deine Mutter, du siehst deinen Vater, du siehst deinen Sohn, deine Tochter, deinen Bruder, deine Schwester. Und in dem Moment denkst du nicht, ah, wie kann ich ihn unterstützen, sondern du würdest dir wünschen, ihn und die gesamte Welt zu opfern, um gerettet zu sein. La ilaha illallah. Hört mal zu, was das heißt, was jetzt kommt. Ya waddul mujrim
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. لا اله الا الله. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen. Loskaufte mit seinen Söhnen. Allahu Akbar. Du wirst also diesen Menschen ausgesetzt sein. Und du wirst sie sehen. Und Allah Ta'ala wird dafür sorgen, dass du sie siehst. Aber du wirst mit dir selbst beschäftigt sein. Und du wirst fliehen. Vor deiner eigenen Familie, vor deinen Liebsten wirst du fliehen. Und in diesem Fall würdest du sogar bereit sein, deine eigenen Kinder zu opfern, nur damit du dich retten kannst. Ja, waddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi'idhin bibani. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ und seiner Gefährtin und seinem Bruder. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat. Mit Fasile könnte auch gemeint sein der Mutter. Könnte auch gemeint sein, die Mutter, ja, wie es einige Gelehrte gesagt haben. Ja, aber die meisten Gelehrten haben gesagt, dass es sich hierbei um was handelt? Dass es sich hierbei um, ja, die gesamte Familie handelt. Also mit anderen Worten, er wäre bereit, wirklich jeden zu opfern, nur damit er gerettet wird. Was muss das für ein Anblick sein? Was muss das für eine Strafe sein? Was muss das für ein Tag sein? Man kann sich das kaum vorstellen. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم ينجي und allen, die auf der Erde sind, erwünscht, dies möge hierauf retten. Hauptsache, er ist gerettet. Und subhanallah, Allah Ta'ala, er sagt hier, ja, thum, ja, also mit anderen Worten, er macht sich wirklich Gedanken, Hauptsache, ich kann gerettet werden. In irgendeiner Weise. Es kann mein Sohn sein, meine Mutter sein, es ist völlig egal. Hauptsache, ich bin gerettet. Und was zeigt uns das? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Menschen in der Dunya können dir nicht helfen. Wenn du weißt, dass Menschen dich negativ beeinflussen, dann solltest du dich vor diesen Menschen in Acht nehmen und solltest versuchen, die Wahrheit zu befolgen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Wenn andere Menschen was falsch machen, dann solltest du es trotzdem richtig machen. Auch wenn es vielleicht eine gesamte Umgebung ist, weil am Ende können sie dir alle nicht helfen. Und am Ende würdest du dir wünschen, sie alle zu opfern. Hauptsache, du bist an jenem Tag gerettet. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er geht über, ja, auf das Gewaltige, auf das Höllenfeuer. Und wir sehen also, es beginnt mit dem jüngsten Tag, wie er beginnt. Jetzt beschreibt Allah ta'ala den Hashr, wo die Menschen auferstehen werden, sich begegnen werden. Und jetzt geht Allah ta'ala in wenigen Ayat über auf das Höllenfeuer. Kalla innaha lava nazza'atan lishawa. Keineswegs, es ist doch ein lodernes Feuer. Das ist das, was diesen Menschen erwarten wird. Nazza'atan lishawa, das die Kopfhaut abzieht. Was ist damit gemeint? Manche Gelehrte haben gesagt, dass die Kopfhaut abzieht, mit anderen Worten, die Kopfhaut oder die Haut des Menschen wird komplett verbrannt. Und jedes Mal, wenn sie brennt und verbrannt ist und verkohlt ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen eine neue Haut geben. Wie es Allah ta'ala in Surah An-Nisa gesagt hat. Andere haben gesagt, nein, damit ist etwas anderes gemeint. Damit ist nicht gemeint, dass die Haut hier verbrennt, sondern damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen bei seinem Haupt packen wird, komplett, um ihn ins Höllenfeuer zu werfen. Mit anderen Worten, egal welche wir der beiden Deutungen haben, Allah subhanahu wa ta'ala, er droht ihnen hier Jahannam an. Und jetzt begründet Allah ta'ala, warum sie Jahannam betreten werden, was der Grund ist. Und Allah ta'ala sagt, تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ وَجَمَعَ فَأَوَعَ. Dass den rufen wird, wer den Rücken kehrt und sich abkehrt, Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. Das ist der Grund. Sie haben in dieser Dunya nicht gehört auf den Da'i Allahs. Auf denjenigen, der sie gerufen hat, den Boten Allahs, den Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dementsprechend werden sie jetzt von wem gerufen? Und sie können jetzt nicht mehr diesem Ruf sich entziehen.
Und zwar, sie werden jetzt vom Höllenfeuer gerufen. Und das Höllenfeuer ruft nur jene, welche sich abgewandt haben. Tad'u min adbar wa tawalla. Das heißt, es ruft diejenigen, welche den Gesandten und den Duat den Rücken gekehrt haben und sich abgewandt haben, ganz bewusst. Wenn Allah Ta'ala hier spricht von adbar wa tawalla, dann spricht er von Menschen, die das ganz bewusst machen, die die Wahrheit erkannt haben, aber nicht bereit sind, die Wahrheit zu befolgen, obwohl sie sie erkannt haben. Und dann fügt Allah Ta'ala etwas weiteres hinzu und zeigt auf, dass es auch um den Akhlaq geht. Darum geht, was ich gemacht habe mit den Dingen, die mir Allah gegeben hat. Und Besitz zusammenträgt und dann in Behältern hortet. Mit anderen Worten, egoistisch durchs Leben geht. Das sind zwei Gründe, welche Allah Subhanahu wa Ta'ala hier erwähnt. Einmal, ich wende mich von der Wahrheit ab. Und auf der anderen Seite bin ich auch noch schlecht für die Menschen. Ich bin nicht bereit, etwas Gutes für die Menschen zu machen. Was lerne ich daraus auch? Ich als Muslim, der an Allah glaubt, der die Wahrheit akzeptiert hat. Ich lerne daraus, dass ich als Muslim auch bereit sein muss, etwas für die Gesellschaft zu tun. Ich will nicht derjenige sein, der immer nur an sich selbst denkt, immer nur hortet, immer nur mehr möchte, aber nicht bereit ist, den Menschen etwas zurückzugeben. Als Muslim sollte ich die Einstellung haben, dass ich immer versuche, von dem, was Allah mir gegeben hat, auch etwas zurückzugeben an die Gesellschaft. Das ist die Einstellung, die ich als Muslim haben sollte. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala sehr schön aufgezeigt hat, wie der jüngste Tag verlaufen wird, in wenigen Ayat, ja, vom Beginn an, wenn die Welt zerstört wird, über den Hashr, wenn die Menschen versammelt werden, bis zum Höllenfeuer und die Begründung, warum sie das Höllenfeuer betreten werden, spricht jetzt Allah Ta'ala ganz im Allgemeinen über den Menschen. Und zeigt auf, wer dieser Mensch eigentlich ist und wie der Mensch beschaffen ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, ist damit ein bestimmter Mensch gemeint oder ist damit jeder Mensch gemeint? Kommen wir zunächst erst einmal zu den beiden Ayat oder den drei Ayat. Allah Ta'ala, er sagt in Ayat Nummer 19, Innal insana khuliqa halwa'a. Gewiss, der Mensch ist als kleinmütig erschaffen. Iza massahu sharru jazua. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er mutlos. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er ein stetiger Verweigerer. Wer ist dieser Mensch, von dem Allah subhanahu wa ta'ala hier spricht? Viele Mufassirun haben gesagt, damit ist der Kafir gemeint. Derjenige, über den in dieser Sura auch gesprochen wird. Einige Mufassirun haben gesagt, damit ist eigentlich jeder Mensch gemeint. Jeder Mensch, außer der Mensch, der bereit ist, sich zu ändern. Und Allah Ta'ala, er spricht immer wieder über die Menschen im Koran. Und wenn Allah Ta'ala einfach über den Menschen spricht, spricht er meistens über den Menschen in einer negativen Form. Um aufzuzeigen, dass wenn er nicht die Botschaft Allahs befolgt, dass er dann auch auf Abwege gelangt und sich diese negativen Eigenschaften bei ihm häufen und Überhand gewinnen. Also mit anderen Worten, wenn ich nicht an mir arbeite als Mensch, was passiert dann? Dann kommen genau diese Eigenschaften hervor. Ich muss also immer wieder an mir arbeiten. Was bedeutet jetzt das Wort Halu'a? Allah Ta'ala beschreibt den Menschen als Halu'a. Innal insana khuliqa Halu'a. Gewiss, der Mensch ist als Halu'a erschaffen worden. Halu'a bedeutet, dass jemand dazu neigt, schnell bestimmte negativen Eigenschaften auf sich zu nehmen. Sari'ul Husni wal Jaza'i, Shadidul Hirsi, Qalilus Sabr. Jemand, der schnell traurig wird. Jemand, der schnell unzufrieden ist. Jemand, der sehr, sehr gierig ist in bestimmten Dingen. Und jemand, der sehr, sehr wenig Geduld hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erklärt es ja in den darauffolgenden Versen, indem er nämlich sagt, wenn ihm Schlechtes zustößt, dann ist er was? Dann ist er mutlos. Mit anderen Worten, dann ist er jemand, der direkt aufgibt. Jemand, der denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verlassen hat und versteht nicht, dass es sich hierbei um was handelt, um eine Prüfung handelt von Allah ta'ala, die zum Leben gehört. Und wenn er ihm Gutes zustößt, dann ist er jemand, der zurückhält und der verweigert und nicht bereit ist, etwas Gutes zu tun. Weil er denkt, Allah ta'ala, er hat ihn auserwählt und das ist eine Auszeichnung von Allah ta'ala und dementsprechend brauche ich davon nicht abzugeben. Immer wieder finden wir dieses Bild im Koran. Und immer wieder korrigiert Allah Ta'ala diese falsche Vorstellung. Wenn Allah dich prüft
mit einem Schicksalsschlag, indem er von dir etwas nimmt, dann bedeutet das nicht, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dass Allah dich nicht liebt. Sondern es kann sein, dass er dich sogar besonders liebt, weil er dich nämlich um Stufen erhöhen möchte. Und dich noch stärker machen möchte, als du bist. Und wenn Allah Ta'ala dir gibt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass er dich liebt. Sondern es kann sein, dass das, was er dir gegeben hat, einfach nur eine Versuchung ist und eine Prüfung ist, um zu schauen, ob du dankbar bist oder nicht. Und das müssen wir verinnerlichen. Das wird immer wieder auch vorkommen in den kommenden Suren. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala über diese negative Eigenschaft des Menschen gesprochen hat, zeigt uns Allah Ta'ala auf, es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme. Und diese Ausnahme sind die Betenden. Illal Musallin. Außer den Betenden. Und wir bleiben hier stehen heute, inshallah ta'ala. Außer den Betenden. Das ist sehr, sehr interessant. Allah ta'ala, er sagt nicht illal mu'minin. Außer den Gläubigen. Sondern er sagt, außer den Betenden. Und als ich diese Ayah jetzt im Rahmen des Tafsirs gelesen habe, und diese Sura nochmal, ist mir sofort aufgefallen. Subhanallah. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Allah ta'ala, er spricht hier über die Betenden und zeigt auf, was eigentlich der Sinn und Zweck des Gebetes ist. Nämlich, dich als Mensch zu verändern. Im Umkehrschluss. Wenn sich das Gebet nicht verändert als Mensch, wenn du dir nicht diese Eigenschaften aneignest, über die Allah ta'ala jetzt spricht, danach, über die Betenden, und du dich nicht klar unterscheidest als Muslim, der betet, von anderen Menschen, die nicht beten, dann hast du ein Problem mit deinem Gebet. Dann stimmt irgendetwas nicht mit deinem Gebet. Irgendetwas stimmt nicht mit deinem Gebet. Es wird so überliefert von Abdullah ibn Abbas. Das ist keine Überlieferung des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, aber es geht auf Abdullah ibn Abbas zurück. Solch eine Überlieferung. Weiß jemand, wie man solch eine Überlieferung nennt, die auf einen Sahabi zurückgeht? Weiß jemand? Wie nennt man, also ein Hadith, der auf den Propheten zurückgeht, heißt Hadith Marfur. Und ein Hadith, der auf einen Sahabi zurückgeht, heißt? Hä? Nein. Nicht Mursal. Mursal wäre, wenn ein Tabi'i sagt, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, das wäre ein Mursal-Hadith. Weil dann wurde der Sahabi ausgelassen. Aber wenn ich jetzt einen Sahabi zitiere, wie nennt man das? Das hat eine bestimmte Bezeichnung. Na, keine Quizfrage. Hadith-Wissenschaft. Das ist ein Hadith-Mawquf. Hadith-Mawquf. Ein Mawqufun ala Sahabi. Sein Hadith, der stehen geblieben ist, zusammen mit einem Sahabi. Gut, fügen wir noch hinzu. Wie nennt man denn einen Hadith, der bei einem Tabi'i stehen bleibt? Also, wo ein Tabi'i zitiert wird. Ein Tabi'i zitiert wird. Wie nennt man diesen Hadith? Auch eine eigene Bezeichnung. Hadith Maqtu'a. Guckt ihr euch so an. Hadith Maqtu'a. Ach so, okay. Ja. Hadith Maqtu'a. Tamam. Jetzt aber eine ganz einfache Frage, die kann eigentlich jeder beantworten. Wie nennt man einen Hadith, wo Allah zitiert wird? Das ist ganz einfach. Das weiß jeder jetzt aber. Qudsi. 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 Ein Hadith. Ja, ein Hadith, bei dem Allah zitiert wird, ist was? Ein Hadith Qudsi. Tamam. Wir haben also Qudsi, Marfu', Mawquf und Maqtu'a. Das sind die vier sozusagen Kategorien, wenn es um die Frage geht, wer wird eigentlich zitiert in einer Überlieferung? Tamam? Wer wird eigentlich zitiert in einer Überlieferung? Tamam. Und in einem Hadith, Mawquf, heißt es, dass Abdullah ibn Abbas gesagt hat, wen, ja, das Gebet nicht wirklich verändert. Oder man lam tanhahu salatuhu anil munkar, falam yazdat min Allah illa bu'da. Wen das Gebet nicht wirklich vom Übel abhält, der distanziert sich nur noch mehr von Allah. Der distanziert sich nur noch mehr von Allah. Das ist eine Aussage von Abdullah ibn Abbas und nicht vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith oder dieser Hadith-Mawquf, dieses Zitat von Abdullah ibn Abbas ist unglaublich wichtig. Weil es zeigt, dass das Gebet in dir etwas bewirken muss. Ich kenne, es gibt eine schöne Überlieferung, die auf Imam al-Shafi'i zurückgeht. Es wäre in diesem Fall ein Hadith Maqtu', auch wenn er zu den Tabi'i Tabi'in gehört.
Und zwar, ich weiß nicht, wie authentisch das ist, aber ich habe das mal in einem Vortrag gehört. Ich finde das sehr schön. Und auch wenn es nicht authentisch ist, ist auch nicht so schlimm. Ja, weil es auf jeden Fall etwas Wahres dabei. Und zwar einmal haben sie gemeinsam das Asr-Gebet vollzogen. Und dann kamen sie aus der Moschee heraus und dann kam jemand zur Moschee zu spät und fragte, habt ihr denn schon gebetet? Und dann fragte er Schäfer ihn, sieht man das nicht, dass wir gebetet haben? Also merkt man das nicht an unseren Gesichtern, dass wir gebetet haben? Lass uns nochmal beten. Subhanallah. Das Gebet muss etwas in dir verändern. Es muss aus dir einen anderen Menschen machen. Einen vorbildlichen Menschen machen. Wenn du aber betest und es bewirkt überhaupt nichts und du lebst genauso weiter wie vor dem Gebet, dann stimmt etwas nicht. Wenn du weiterhin diese Eigenschaften hast von dem Insan, in dem auch diese schlechten Eigenschaften schlummern, die er aber bekämpfen kann, obwohl du betest, dann stimmt etwas mit deinem Gebet nicht. Allah Ta'ala, er sagt das doch klar und deutlich. Klar und deutlich in Surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salah. Verlies, was dir an Buch offenbart wurde und verrichte das Gebet. Inna as-salata tanha. Guck mal. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält von Schändlichen und Übel ab. Deswegen, lasst uns versuchen, wirklich unser Gebet ernst zu nehmen. Diese innige Beziehung zu Allah Ta'ala, wallahi, sie kann aus einem Menschen machen, der gesündigt hat, einem Menschen, der Allah sehr, sehr nahe steht. Wenn er das Gebet wirklich verinnerlicht hat und verstanden hat, nämlich als etwas, was dich Allah näher bringt. Und deswegen, ganz wichtig, wir haben über Al-Ma'arij gesprochen. Über Al-Ma'arij. Ja? Und das Gebet ist Mi'rajul Mu'min. Es ist nicht einfach nur ein Weg von den vielen Himmelsleitern, sondern es ist die Himmelsleiter überhaupt. Es ist die Himmelsleiter überhaupt, welche dich Allah näher bringt. Derjenige, der auf das Gebet verzichtet, der wird gar nicht zu Allah gelangen können, weil er nämlich den Hauptfahrstuhl, der zu Allah führt, ja, er hat ihn zerstört. Und dementsprechend, egal was er versucht, noch Allah Ta'ala näher zu bringen oder zu tun, um Allah näher zu kommen, es wird nicht zu Allah gelangen. Und deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns versuchen, an unserem Gebet zu arbeiten. Und wir werden nächste Woche, inshallah Ta'ala, die Sura dann abschließen. Bi'iznillahi azza wa jalla, Allahs Hilfe. Werden wir dann auf den letzten Teil der Sura eingehen. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر